Hallo und herzlich willkommen zu deiner heutigen Online-Stunde. Wir machen heute eine Runde Step-Workout. Dafür brauchst du ein Step. Solltest du keins haben, dann mach am Boden mit. So, wenn du ein Step hast, stell es dir bitte längs auf. Und dann legen wir auch schon los. Wir nutzen das Step als Hilfsmittel, bewegen uns ein bisschen drauf, machen ein paar Kräftigungsübungen. Du brauchst auch eine Matte nachher noch dazu. Wir starten mit dem Warm-up. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Musik kommt und schon geht's los. So, wunderbar. Dann legen wir mal los. Öffne mal deine Beine. Kreis deine Schultern. So, kleine Runde Vormobilisation. Nochmal. Vier Stück. Drei, die letzten zwei noch. Sehr gut, bewegt die Schulter einzeln. Nach rechts, links. Nochmal. Noch mehr davon. Vier. Drei, zwei noch. So, dann neigst dich einmal rechts, links. Kopf. Beuge deine Beine. Oder. Noch mehr davon, noch vier, noch drei, zweimal. So, sehr gut. Achtung, deine Arme vor die Brust und nach außen. Ah, nochmal, vor die Brust und nach außen, zweimal. So, du lässt die Arme vorne, stopp, zieh die Schulter tief und hier den Oberkopf, rechts, Mitte, links. So, lass die Hüfte stehen, komm in eine Rotation. Nochmal. Vier. Drei. Die letzten zwei. Sehr gut. So. Marschiere rechts, links. Bleib in einem Marsch. Bleib in einem Marsch. So. Sehr gut. Du bist bereit. Schau, dass dein Step richtig vor dir steht. Okay. Mach mal einen Tap auf dein Brett. Rechts. Links. Rechts. Links. Nochmal. Bye.
Tipp. Bleibst dabei. Aha. 4, 3. So, letztes Mal, alles von vorne. Let's go. Gut. Jab up and down. Auf, auf, hol mal die Fußspitzen ran, beuge deinen Stand.
Bein. Stehe stabil in der Körpermitte. Spreiz das Bein ab. Wunderbar. Die letzten 8 gehen noch dazu. Komm. 8, 7. Nochmal. Upsa. 6. 4 Stück. 4. 3. Die letzten 2. Okay. Steige ab. Sehr gut. Du kommst wieder hinter deinem Brett. Beginnst zu marschieren. Öffnest deine Beine wieder breit, so breit wie es dein Step einfach mal zulässt. Die Hände räumst du nochmal an deine Hüfte, dann beugst du wieder etwas deine Beine. Wir bleiben noch eine Runde im Stand. 4, 3. So, bring nochmal den Popo tief ab, steh auf. Noch einmal. Ab, steh auf. Nochmal mehr. Ab, komm hoch. Eine Runde. Bleibe in diesem Tempo, wenn du machst. Schieb mal die Arme mit nach vorne, aber das Gesäß zurück. Machst du noch 2. Ein letztes Mal. Rechter Fuß auf die Fußspitze, tief weiter. So, du hast den rechten Fuß nur auf der Fußspitze. Jetzt versuch, ihn mal tief zu setzen. Aha, schieb dich weit zurück. Und vielleicht kannst du den Popo mal richtig tief nehmen. Mach das. Nochmal, komm. Und auf. Die hintere, die untere Ferse lässt du vom Boden weg. Die oberen Ferse bleiben fest. 2 noch. Letztes Mal. Du stehst auf, bringst das Knie mit hoch. Stopp. Halt. Stehen bleiben. Wieder eine kurze Runde. Stabilität. Halt. Bring die Arme in die Luft. Sehr gut. Löse auf. Platziere wieder beide Füße auf deinem Brett. Schau, dass du wieder stabil stehst. Und setz dich ab. So, wir haben nochmal eine Runde. Wir haben ja noch eine zweite Seite. Immer noch. Ab. Und ab. Nochmal, komm. Tief. Komm auf. Du hast noch 2. Letztes Mal. Der linke Fuß geht runter auf die Fußspitze, setz dich tief. So, erstmal wieder rein in die Bewegung. Wenn du magst, nimm die Arme mit nach vorne. Und wenn du kannst, kommst du jetzt tiefer. Gib den Popo tief. Die obere Ferse muss auf dem Step stehen bleiben. Ja? Aha, nochmal. Komm. Yes. So, lache die Beine. 2 noch. Wenn du jetzt aufstehst, bring das Knie mit hoch, finde nochmal dein Gleichgewicht, öffne die Arme, bringe die Arme hoch, in den Schritt. Sehr gut, dann löse auf. Sehr gut, öffne deine Beine. Cool, so, du hast es vielleicht zwischen deinen Beinen, du öffnest die Beine weit. Du kommst mal an das Ende deines Brettes, also an das untere Ende. Okay, so, setz dich wieder tief in die breite Kniebeuge. Wenn du aufstehst, schieb mal die Fersen fest in den Boden, um ein bisschen mehr die Innenseite zu aktivieren. Nochmal, schieb den Popo weit zurück. Eine Durchgang mehr. Ab. So, du kannst mal die Arme dazu nehmen. Aufs Brett. Und auf. Nochmal. Die Hände aufs Brett. Popo zurück. Gut. Noch mehr. Komm. Ab. Und auf. Bleib dabei. 2 noch.
Yeah.
nimmst dein Step dazu. Greifst den Step. Öffnest deine Beine. Ein bisschen mehr als Hüftbreit. Okay, die Fersen stellst du wieder fest am Boden auf. Rückseite, dein Gesäß ist dran.
Okay, noch 4, 3. Gebt das Gesäß an, komm hoch. Auf die Knie, links ein Gewicht, ein Stück nach
Tee. Beugen. Strecken. So, du darfst natürlich jederzeit, wenn du möchtest, die Beine lang machen und in die klassische Kniebeuge kommen. Okay, noch einmal, bleib dabei. Gut, bleib dabei, eine Runde mehr nochmal. Und auf. So, ich überlasse es dir, welches Lernen du willst. Aber bitte mach es schön und anständig. Beuge und strecke die Arme. Bring den Oberkörper tief. Eine Runde mehr. Komm. Ab. Und auf. Nochmal. Ab. Und auf. Immer noch. Schieb dich raus. Nochmal mehr. So, die letzten vier noch hier. Komm. Vier. Drei. Noch zwei. Letztes Mal. Und wieder auflösen. So, weiter nochmal zurück. Locke gerne die Schulter aus. So, auch hier nochmal. Was wir vorne machen, machen wir auch hinten. Deswegen eine letzte Positionsveränderung. Drehst deinen Step nochmal um. Legst deine Matte drauf. Gut. So, dann kommst du in die Bauchlage auf dein Brett. Du schließt die Hüfte mit der Kante ab. Deine Füße, die Beine lässt du hinten lang. Du kannst sie aufstellen, du kannst sie aber auch in die Länge strecken. Gut, du nimmst den Blick nach unten auf deine Matte. Wenn du magst, legst du die Stirn ab, ansonsten lässt du den Kopf in Ruhe und lässt ihn ganz lang. Deine Arme bilden diese U-Form. Die Daumen zeigen hoch zur Decke. So, jetzt darfst du die Arme langsam anheben. Komm mal mit. Auf. Oder. Die Arme bleiben in der U-Form. Die Ellenbogen stehen in Schulterhöhe. Lass den Kopf ganz still. Du schiebst nur die Schulterblätter zueinander. Nochmal. Eine Runde mehr. Schön langsam schließen deine Schulterblätter. Brustkorb öffnen. Eine Runde noch. Noch mehr. So, die letzten acht im Tempo. Schneller. Auf geht's. Hoch. Vier Stück. Noch zwei. Letztes Mal. Böse Aufstellung. Die Arme wandern nach vorne und du greifst mal an dein Brett. Okay? So, das heißt, du stellst dir vor, du möchtest das Brett jetzt zu dir herziehen. Nimm mal die Matte ein bisschen weg, damit du gleich besser siehst, was du tust. So, du greifst vorne an das Brett und ziehst mal dieses Brett zu dir her. Die Schulter ziehst du weg vom Ohr, du ziehst das Brett mal kraftvoll zu dir. Stell mal deine Fußspitzen auf und gib mal Spannung in die Beine. So, jetzt ziehst du mal das Brett zu dir her. Und jetzt darfst du die Beine anheben. So, zieh das Brett fest zu dir ran. Zieh die Bauchdecke ein, schau nach unten auf deine Matte oder auf das Brett. Die Beine gehen zwei Stufen höher, langsam. Auf, oder? Ohne Schwung, ganz wichtig. Wenn die Beine hochkommen, ziehst du das Brett zu dir ran. So, komm, probier's. Nochmal, zieh das Brett fest zu dir ran. Gib Kraft in deinen Rücken, schieb die Ferse zur Decke. Die letzten vier, dann lasse ich dich hoch. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Sehr gut. Auflösen. Stopp. Laufe nach oben. Schieb dich hoch. Und setz dich jetzt gerne mal zurück auf die Ferse. Schieb die Arme in die Länge. Sehr gut. So, dann kommst du wieder nach oben. Sehr gut. Du stellst dich nach oben auf. Gut, ich nehme die Matte nochmal runter.
das so gemütlich. Verlage deine Mitte rechts, links. Rechts, links. So, sehr gut, machen wir. Verlage dein Gewicht rechts und links. Noch mehr. So, alles wieder ein bisschen durchbewegen. Viermal. Noch vier. Drei. Die letzten zwei. Hältst auf der linken Seite an. Schieb mal den rechten Arm in die Länge. Und zieh dich nochmal ganz lang. Zieh dich wieder schön auseinander. So, dann nimmst du den Arm tief, drehst dich auf die linke Seite, drehst die Beine mit, rechte Hand nimmst auf, dein rechtes Bein geht zurück. Den linken Fuß hast du vorne stehen, bleib so. So, bleib mal so, ich ändere kurz die Musik. Bam, bam, bam. Wunderbar. So, nochmal. Der linke Fuß steht weit vorne. Pass auf das Knie auf. Deine rechte Hüfte schiebst du jetzt mal richtig Richtung Boden tief. Kommst in die Bewegung. Tief und auf. Nochmal. Tief und auf. Nochmal. Ab und auf. Immer noch. Schieb die Hüfte richtig tief. Eine Runde mehr. Tief und auf. Ab. Tief und auf. Letztes Mal, halt mal unten an, streck die rechte Hüfte. Nimm mal deinen linken Arm oben in die Länge. Auf und ab. Nochmal. Auf und ab. Nochmal. Ein letztes Mal. Sehr gut. So, kommst wieder nach vorne. Kommst langsam nach oben. Gemütlich. So, öffne die Beine. Du drehst dich auf die rechte Seite. Dein linkes Bein steht hinten, die linke Hand geht tief. Strecke dein linkes Bein nach hinten, achte auf dein rechtes Knie. Lass das Knie hinter den Fußspitzen und du kommst in die Bewegung. Ab und auf. Nochmal. Schieb die Hüfte tief, richte den Oberkörper auf. Mehr. Ab und auf. Ab und auf. Noch einmal. Schieb dich tief, öffne deine Hüfte. Die letzten vier gehen dazu. Noch vier. Und auf. Drei. Noch zweimal. Gut, letztes Mal. Bleib unten stoppen. So, öffne den rechten Arm. Komm. Auf. Und ab. Nochmal. Letztes Mal. Sehr gut. Du kommst zur Mitte zurück. Steh langsam auf. Rolle dich nach oben auf, schließe deine Beine, komm hoch aufs Brett und du schiebst jetzt deine rechte Ferse tief. Zieh die rechte Ferse tief, dein linkes Knie bleibt gebeugt, schieb mal die Arme in die Luft, bring mal die Handflächen zur Decke, zieh dich in die Länge und deine rechte Ferse zieh dich tief. Stehen bleiben, halten, zieh dich mal ganz lang. Gut, dann löse auf und du wechselst die Seite. Die linke Ferse geht tief, schieb die Arme in die Luft und streck dich. So, zieh die Ferse ganz tief. Schieb mal die Arme, solange du kannst, nach oben in die Länge. Halten und bleiben, zieh dich ganz lang. So, wunderbar. Dann löse auf, du kommst wieder zurück. Steige ab, öffne die Beine. Atme tief ein und wieder aus. Noch einmal. Atme tief ein und wieder aus. Ein letztes Mal. Atme tief ein und wieder aus. So, wunderbar. Meine Lieben, ich sage vielen Dank fürs Mitmachen. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund und munter. Ich freue mich auf unser nächstes gemeinsames Online-Training zu Hause. Bis dahin, alles Gute für euch.